Xylit, auch bekannt als Birkenzucker, ist ein Zuckerersatzstoff. Ursprünglich aus Birkenrinde gewonnen, wird es heute aus verschiedenen Pflanzenfasern wie Maiskolben produziert. Es sieht aus wie Zucker und schmeckt auch ähnlich, hat aber einige interessante Unterschiede. Xylit hat mehrere Vorteile gegenüber normalem Zucker. Erstens, es enthält weniger Kalorien, was es ideal für Menschen macht, die ihre Kalorienzufuhr reduzieren möchten. Zweitens, es kann helfen, Karies vorzubeugen, da es das Wachstum von Kariesbakterien hemmt. Und drittens, es beeinflusst den Blutzuckerspiegel kaum, was es für Diabetiker geeignet macht. Sagte, trotz seiner Vorteile hat Xylit auch einige Nachteile. In großen Mengen konsumiert, kann es zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen und Durchfall führen. Zudem ist Xylit deutlich teurer als Haushaltszucker. Obwohl aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, ist die industrielle Produktion von Xylit energie- und ressourcenintensiv. Xylit kann eine sinnvolle Alternative zu Zucker sein, besonders in Bezug auf Zahn- und Blutzuckerprobleme. Doch Verbraucher sollten die potenziellen Nebenwirkungen und den höheren Preis berücksichtigen. Eine ausgewogene Ernährung bleibt die nachhaltigere und gesündere Option. Beim Einkauf ist es wichtig, nicht nur auf den Nutri-Score zu achten, sondern auch die Inhaltsstoffe kritisch zu hinterfragen. Xylit ist kein Wundermittel, sondern eine Möglichkeit, Zucker in der Ernährung zu reduzieren.